Atari kennen, kann ich bisher nur vom C64. Ich hatte es damals bei einem Kumpel gesehen und das Gameplay packte mich sofort. Was da aus dem System herausgeholt wurde. Erst jetzt in modernen Zeiten erfuhr ich, dass es auch dutzende andere Portierungen gab. Höchste Zeit also mal in die Variante für ein Nintendo 16-Bit-System reinzuschauen. Was taugt Super Turrican für das Super Nintendo heute noch? Das Spiel wurde vom deutschen Entwicklerstudio Factor 5 programmiert und bei uns in Europa 1993 von Hudson Soft veröffentlicht. Käufer vom Analog Super NT dürfte das Spiel bekannt vorkommen. Dieses wird nämlich mit einem Director's Cut von Super Turrican ausgeliefert. Dort wurden nicht verwendete Elemente wieder eingebaut. Damals war schlichtweg nicht genug Platz auf dem Modul und so musste einiges gekürzt werden. Die Story ist, wie für die Zeit üblich, natürlich eher ein Platzhalter. Ihr seid Bran McGuire und ihr müsst den Planeten von der Maschine befreien. Also, naja, piu piu, böse Aliens abknallen und die Welt retten. Das Spiel ist ein One-and-Gun-Spiel im Stile von Probotector und Co. Ihr lauft also mit eurer Knarre durch die Level und schießt auf alles, was sich bewegt. Dabei startet ihr wie gewohnt natürlich mit einer relativ schwachen Knarre. Die könnt ihr aber natürlich mit diversen einsammelbaren Upgrades verbessern. Die Varianten sind dabei jedoch nichts großartig Besonderes. Es gibt zum Beispiel einen Mehrfachschuss oder, mein Favorit, einen Schuss, der an Wänden abprallt. So könnt ihr auch schon mal Gegner um die Ecke erledigen. Sehr praktisch. Wenn es mal zu brenzlig wird, könnt ihr euch wie in Metroid zu einer Kugel verwandeln und die Gegner mit einem Raketenteppich erledigen. Außerdem gibt es natürlich noch den Oh-Shit-Button, in dem ihr eine Bombe zünden könnt, die ihr auf den ganzen Bildschirm dicken Schaden anrichtet. Soweit also so gut. Der Star des Gameplays ist auf jeden Fall das Level-Design. In Turrican geht es nämlich nicht dröge von links nach rechts. Die Abschnitte nehmen auch gerne mal Abzweigungen und lockern so das Gameplay denn doch enorm auf. Meistens gibt es mehrere Wege, die zum Ziel führen. Ihr verliert aber zum Glück nie die Übersicht, da hier und da immer ein kleiner Hinweispfeil auftaucht und euch die Richtung zum Levelausgang weist. Das einzige, was es hier vielleicht zu meckern gibt, ist, dass manche Plattformeinlagen nicht ideal ausgestaltet sind und man sich teilweise pixelgenau vor einen Sprung positionieren muss. Das geschieht jedoch recht selten. Außerdem steigt ihr bei euren Ableben immer genau dort ein, wo ihr aufgehört habt. Insgesamt erwarten euch 12 Level, die auf 4 verschiedene Welten verteilt sind. Grafisch sieht man im Spiel vom Stil her meiner Meinung nach an, dass die Serie ursprünglich von dem Heimcomputer kommt. Das heißt, es ist natürlich nicht schlechtes, da es sich angenehm von anderen Spielen des Genres abhebt. Die Umgebung und Animationen sind sehr gut geraten. Hier gibt es echt nichts zu meckern. Die Musik stammt vom bekannten Videospielkomponisten Chris Hülsbeck und so sollte es nicht überraschen, dass sie über jeden Zweifel erhaben ist. Die Untermalung passt immer perfekt und klingt angenehm anders als zum sonstigen 16-Bit einerlei. Die Soundeffekte sind zwar nicht ganz so gut, aber immer noch sehr gut. Was taugt Super Turrican für das Super Nintendo heute noch? Ich kann das Spiel jedem nur wärmstens empfehlen. Das Spiel bietet euch eine zeitlose Unterhaltung und ist durch das schöne Leveldesign immer anders. Ihr könnt ja theoretisch immer andere Wege zum Ziel nehmen und so wird ein erneutes Durchspielen nicht so schnell langweilig. Das Spiel hat nicht umsonst einen guten Ruf und ich kann es nur jedem Fan des Genres ans Herz legen. Das war der Test zu Super Turrican für das Super Nintendo. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, was ihr tun ist und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut! Tschüss.